Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Moment, ich werde mal das Mikro ein wenig wegschieben. Zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, es ist jetzt nicht nur eine weitere Folge, sondern auch eine neue... Das war ganz ein Glühwürmchen. Eine neue Aufnahmesession. Wahrscheinlich, ich müsste jetzt schätzen, aber bestimmt... ja, knapp eine Woche nach der letzten. Heute ist der Samstag vorm Urlaubsende. Und ja, ich dachte jetzt gerade, ich habe ein bisschen Bock. Wir setzen uns mal wieder hin und spielen mal ein kleines bisschen weiter. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein wenig Begleitung bekommen. Und ja, wir werden als erstes mal die Mission machen, den Mann von der... ja, oder besser gesagt, der Mann heißt Velat. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Moment, muss ich nochmal rausfinden. Das werden wir ja mal auf der Quest rausfinden. Auf jeden Fall werden wir ihren Mann erstmal suchen. So, auf die Map schauen, wo wir uns da genau bewegen. Hier oben müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, was einfacher ist, dann zu reiten oder zu Fuß zu gehen. Ich habe aber keine Ahnung, ob beide dann hinterherkommen. Deswegen werden wir mal zu Fuß gehen. Ja, einen kleinen Nachtspaziergang sozusagen hier durch die... Ich weiß gar nicht, was das für eine Pflanze ist, so blau. Gehen wir einfach mal quer... Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Nase. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie... wie ein Kind im Schilf. Petra, genau. Petra, Entschuldigung. Ich habe letzte Folge auch schon Petra gesagt. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass die liebe Petra ihren Mann wiederfindet. Anscheinend wissen wir ja ganz genau, wo wir uns dahin bewegen. Ich dachte, steht da jemand? Das ist nur ein Baumstumpf, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Oder? Ne, ist nur ein Baumsturm. Langsam wird es auch hell. Ach ja, ein kleines bisschen spazieren gehen hier durch die Farne und durchs Unterholz. Hier haben wir auch wieder Klee, jede Menge. Ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt durchhalte, hier aufzunehmen. Ich habe eigentlich vorgehabt, schon den ganzen Tag für euch aufzunehmen. Aber ich habe es irgendwie absolut nicht geschafft. Heute Morgen ist noch ein Arbeitskollege vorbeigekommen, der ganz eventuell hier in die Wohnung einziehen möchte. Weil er auch schon ein bisschen älter ist und demnächst mal in Rente geht. Und er gerade eine neue Lebensgefährtin kennengelernt hat. Und die beiden wollen halt ja, sich ein bisschen eine kleine, also eine ruhige, gemütliche Wohnung haben, wo halt... alles, was sie brauchen, so in der Nähe ist, wo man halt nicht mehr viel machen muss, außer so sein Leben zu leben. Und ja, der ist auf jeden Fall heute hier gewesen. Und da habe ich heute Morgen dann in dem Zuge noch ein klein wenig aufgeräumt, im Keller gefegt und... Ist das wirklich schön? Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es je selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Warte hier einen Moment, ich bin gleich zurück. Marco. Ja, dann warten wir einen Moment und sind dann gleich zurück. Jo, immer. Müssen wir das jetzt hier alleine machen oder warum soll sie hier warten? Ich habe keine Taste gedrückt. Bei den... Warte hier einen Moment, ich bin gleich zurück. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen aufgeräumt und hier auch nochmal durchgewischt und so weiter und so fort. Und ja, generell war ich ja gestern auch wieder beim Haus und wir haben dann... Ich habe noch ein paar Paneele gemacht. Das war jetzt nicht wirklich eine anstrengende Arbeit. Aber ja, irgendwie meldet sich dann heute doch wieder mein... Rücken zu Wort und musste mich dann heute auch schon im Laufe des Tages halt recht lange aufs Sofa legen, weil es halt, ja, also heute Mittag rum um 12 war halt der Termin vorbei und wir haben jetzt gleich 18 Uhr
Ich habe so gut wie fast den ganzen Nachmittag auf dem Sofa gelegen und mich ein bisschen ausgeruht. Es ist zwar immer noch alles... Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Dann hat er Spuren hinterlassen. Sieht auch wunderschön aus hier. Nee, es ist halt immer noch unverändert, aber ich würde halt trotzdem gerne noch zwei, drei Völkchen für euch aufnehmen. Also. So, sollten wir mal Sühnen rufen oder sollten wir mal nur diesen allsehenden Turboblick anwenden? Da ist ein Hase, okay. Gerade nicht sicher. Ja, ich wollte das Reittier gar nicht rufen. Ich wollte Sühnen rufen. Sühnen, leite mich. Sühnen. Empfohlene Stärke 160. So, dann wollen wir doch mal schauen, hier aus der Luft betrachtet. Dass der Baumstumpf sah in der ersten Sekunde aus wie ein riesiger Grizzly. Das könnte ein Bett sein oder irgendwie sowas in der Art. Ja, oder das hier, eher so ein Lager, oder? Da unten ist auch irgendwie was versteckt noch. Ein mittleres Schätzchen, also das Feuer brennt noch, aber da haben wir ja gelernt, das heißt ja auch nicht unbedingt was, wenn das Feuer noch brennt, dass derjenige dann noch da ist. Haben wir ja bei manchen Ruinen schon gesehen, wo dann halt eine ganze Weile schon niemand mehr da war und ja, nö, das sieht aus wie eine alte römische Ruine, wo der gute Mann Rast gemacht hat und ich denke mal, der wird hier entweder... Dort ist ein Weg hinunter, seht ihr das? Der wird wahrscheinlich da unten irgendwo drin sein. Der ist wahrscheinlich einfach nur neugierig gewesen. Keine Ahnung. Wir werden mal gucken, dass wir der Sache ein klein wenig um den Grund gehen. Na, auf jeden Fall ist das Ganze nach wie vor noch da und ich möchte es... Eivor, hier drüben! Ich möchte es halt auch nicht übertreiben. Deshalb, ja, mal gucken. So... Okay, dann schauen wir hier nochmal rein. Das ist sogar ein Tempel gewesen. Hier liegt auch noch irgendwas rum, was wir lesen können. Hier, dieses komische Laken meinte ich, das habe ich zuerst für das Bett gehalten. Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde, wer weiß wohin. Lassen wir uns nicht beirren. Also eins muss ich jetzt sagen, diese Statue, die ist auch da zur damaligen Zeit halt ungeheuer viel Geld wert. Ich meine gut, die Leute können jetzt nicht wirklich viel damit anfangen, aber alleine das Material, also das könnte man, die könnte man zersägen und das dann verkaufen. Alter, das ist aber mal ein riesiger Topf, muss ich sagen. Und noch zusätzlich hier noch so ein Dutch oben. So, was ist das? Das ist einfach nur ein Opal, ein Opelchen. So. Okay, wir gehen jetzt mal rein in die gute Stube. Komm, was uns hier unten erwartet. Habe ich denn sonst immer das Rad geöffnet? Ich habe das so... Sonst... Ach so, einfach nach unten drücken. So. Ich würde nämlich gerne eine Fackel mitnehmen, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Vorsicht, Peter. Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas nicht. Nein, wir können nicht schießen. Ich habe keine Pfeile mehr. Irgendwie berauschend. Ich erkenne ihn nicht. Oh Gott, das ist aber eine Kameraführung. Ich kann ihn aber nicht zuordnen. Nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie... Das ist wieder dieser Halluzinationsrauch, oder? Wie in der Beowulf-Geschichte mit Grendel und seiner Mutter. Was ist denn das hier? Das heißt, hier ist wieder irgendein Artefakt oder so in der Nähe. Oder halt irgendeine Art Zauber aktiv. Nur ist die Frage, wo? Das ist die Kleidung von Welch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Naja, nur weil die Hose nass ist, muss das ja nicht automatisch heißen, dass er sich eingepinkelt hat. So. Hat er hier unten nochmal ein Feuer aufgestellt mit Essen? Finde ich auch eigenartig irgendwie. Okay.
Berg war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Na, da vorne liegt er. Also 2 Zentimeter von hier hat er doch schon ein Lager gehabt. Warum hatten der nochmal? Ja. Oh. Ist er das? Ne, das ist eine Maske. Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade. Verdammtes Feuer! Holy shit. Oh, 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 oh. Wo kommt denn das Feuer her? Vor allen Dingen hätte doch schwören können, dass es hier irgendwo runtergeht. Es muss hier weitergehen. Also es scheint ein... Ach so, kennt ihr übrigens die Legende? Es gibt ja das Orakel von Delphi und so. Und das war ja auch so ein bisschen so auf unterirdische Gase oder so sagen, zumindest zurückzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch so was Ähnliches gewesen ist. Dass entweder hier die Leute Halluzinationen hatten im Tempel oder halt hier auch so ein Orakel gesessen hat, was halt Halluzinationen bekommen hat. Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Was hast du entdeckt? Raus hier. Ich hab ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Welch? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Berg führte. Ja, aber nur warte doch mal. Das werden wahrscheinlich die Halluzinationen sein. Warte mal, wir müssen die Fackel erstmal loswerden. So. Petra, lauf doch nicht einfach los. Hier sind Schafe, okay. Da liegen jede Menge Blüten auf dem Dach, warum auch immer. Blüten im Eingang. Petra, wo bist du? Eivor, ich bin hier! Die tanzen hier einfach. Der erinnert mich an irgendjemanden, den wir schon getroffen haben. Was passiert hier? Hui! Petra? Hallo? Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Also wenn das nicht eindeutig dieses so ein komisches Artefakt der Uralten ist, dann weiß ich es halt auch nicht. Petra! Zeig dich mir! Es wird dunkel! Petra, Petra, Alter, wieso sage ich die ganze Zeit Petra? So, okay. Jetzt ist auch nichts mehr hier im Haus. Auch noch alles wirklich nur eingebildet. Ich fand es ja eh schon eigenartig, das mit den ganzen Blüten und dass die Leute hier so am Chillen waren. Ich gehe zurück zum Tempel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Petra dort finden. Ja, obwohl wir sollen hier weiterlaufen. Okay, gehen wir erstmal weiter. Kann doch gar nicht sein, oder? Ob sich dann irgendjemand, irgendeinen Meuchelmörder oder so... Dann ist er weiße Hirsch, okay. Irgendein Meuchelmörder halt diese Fähigkeit von dem Artefakt zunutze macht oder sowas? Vielleicht treffen wir auch wieder auf Cassandra, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Pfeile. Ah, der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Glühwürmchen kann ich nicht einsammeln. Da links ist auch eine Fackel. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Eivor, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Der hat eine eigenartige Stimme. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle... Ich denke mir... Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen, ja. Wir suchen nach ihrem Bruder, Welch. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet.
Du, meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha. Das ist Welch. Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Hier, Midgard? Kehre zurück nach Jötunheim. Geh jetzt oder finde hier den Tod. Okay, ich denke mir... Was hast du Petra angetan? Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich denken soll. Ich wünsche gerade aktuell, ich hätte noch ein paar mehr Pfeile. Ach so, ich weiß, was ich sagen wissen, wollte. Ich wollte Eivor, ich bin doch hier. Du musst nicht mit sagen, warum findet denn Eivor das nicht komisch, dass dieser Hirsch überhaupt mit ihm redet? Also der steht auf jeden Fall, wahrscheinlich stehen nur wir unter Droge. Ich glaube, ich weiß, wo wir Berg finden werden. Dort oben. Seine Spuren führen dort entlang. Petra, ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Na? Schade. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, sieh dort! Sie ist schon wieder weg. Seltsamer Zelda, Petra! Wo bist du? Hier drüben! Sehr eigenartig. Erinnere mich auch ein bisschen an Loki. Falls er halt hier jetzt wirklich in die Welt eingreifen sollte. Eivor, komm! Petra, wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Das ist ja jetzt die nächste normale hier, ist okay. Wie? Schon wieder? Wie geht das? Wie ja, soll das ich gehen, denke. Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Nein, zu weit! Zu weit! Was passiert hier? Du hast es geschafft, genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Welch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Welch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Das ist super eigenartig. Natürlich, die Kaninchen. Was ist das hier da oben? Wir schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen. So gehe ich jetzt einfach weg. Zerfleischen. Hä? Oh nein, die Wolfgeister sind erwacht. Guten Tag, Herr Archon. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Welch gesehen? Mann, jetzt habe ich keine Pfeile. Petra, rasch! Hast du einen Mann namens Welch gesehen? Ich verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Eivor, sieh nur! Der Hirsch ist zurückgekehrt! Kann gerade nicht. Was? Siehst du ihn? Der weiße Hirsch! Er führt uns zu Welch. Ich schien die eigenartigsten Sachen. Ich sehe ihn. Und ab! Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher! Ich wette, wir wachen gleich in diesem komischen Tempel auf und haben einfach nur die übelsten Halluzinationen gehabt. Na, dadurch, dass hier so viel Heilzeug rumliegt, sollten wir das auch mal mitnehmen, weil ich glaube, das wird vielleicht gleich noch wichtig. Wir noch mal ein bisschen rum, ob hier noch mehr rumliegt. Hier, ja. Auf jeden Fall noch mitnehmen. Wird ganz, ganz sicher noch wichtig gleich. Also können wir die Zwiebel auch essen.
Weile. Stimmt, ich bin ganz froh, dass wir Pfeile. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Ich bin aber. Vor allen Dingen, warum ist ein Randvieh jetzt auf einmal wieder da? Nein, bitte nicht! Verschwinde nicht! Noch nicht! Erst müssen wir Werf finden! Nein! Nein! Geh nicht! Zunten das eröffnete Tor. Wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Hä? Also wonach suchen wir? Wer? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg. Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Da ist er wieder. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Ja, ich würde doch sagen, das ist doch mal die perfekte Gelegenheit, um hier eine... Oh, Alter, 8500 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Eine kleine Aufnahmepause zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder, liebe Leute. Bis dann, ciao.